Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Devil May... Moment. Devil May Cry 4. Mission 18. Der Zerstörer. Stellen Sie sich dem Erlöser. Ja, jetzt haben wir aber genug davon. Ja, wenn ihr mich begleiten wollt und euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen da, schreibt in die Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, denn dieses Spiel hat 20 Missionen. Mission beginnen, aber erst muss ich den Controller anmachen. Höhöhö. So, jetzt geht's los. Viel Spaß. You destroyed the hell gates. Yeah, it kinda tainted the view. So, you ready to fight now or what? You traveled this far to fight me. You could never touch the power of the Savior. Sounds like you're overcompensating. Besides, I didn't want you to get a creak in your neck for looking down at me. Silence! What would it take for you to alter your position? How about death? True form must be inside. Looks like it's up to me to take care of ugly hair. Yamato von Dantes Bruder verwendetes Entschuldigung, Katana, der sowohl der Schlüssel zum Tor zur Hölle ist, als auch zu dessen Zerstörung ist. Dark Slayer. Wenn Sie Yamato Ihr eigen nennen, können Sie es für den Darkslayer-Stil verwenden. Um den Darkslayer-Stil zu verwenden, drücken Sie die Taste des aktuellen Stils erneut. Okay, und wie... Ach so. Ah, okay, okay. Hä, wo ist denn das Yamato überhaupt? Hä? Ach so, mit Kreis. Ich hab gar keine Ahnung, was hier abgeht. Okay. Ach so, ich soll jetzt die Dinger hier kaputt machen, oder was? Ah. Alter Fick. Okay, irgendwie ist das ein bisschen komisch. So, ich mache jetzt erstmal die ganzen Kristalle kaputt. So, er steht wieder auf. Jetzt wahrscheinlich wieder die Kanone finden. Und dann nochmal genau dasselbe.
Ich hätte mir die Moves von Yamato mal anschauen sollen. Da ist die Kanone. So, jetzt gehen wir mal hier vorne hin. Ah, jetzt gehen wir nicht auf Eier, Alter. Ach, das auch noch? Nee. So, wo muss ich denn jetzt noch hin? Was? Ach, komm. Nicht die schon wieder. Meine Fresse. Ah, so, ich hoffe, jetzt muss ich nicht alle Kristalle nochmal machen. So, wir springen jetzt mal in diese Richtung. Komme ich da drauf? Tatsächlich. Nee, 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 Freundchen. Ach, so weit komme ich auch gar nicht. Kann ich das auch irgendwie anders kaputt machen? Tatsächlich. So geht's auch. So, jetzt kann ich ja wieder runterspringen eigentlich, oder? Nee, noch nicht. Da ist auch noch eine. Nein, warum zielst du denn nicht? Hä, wieso visiert er denn das nicht an? Kapiere ich jetzt nicht. Okay. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber gut.
Nein, was tut er denn? So, und nu? Ja, wenn ich da jetzt wieder drauf gehe, das bringt mir doch gar nichts. Hä? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich check auch gerade überhaupt den Kampf nicht. Sorry. Ja, ich check den Kampf gerade wirklich nicht. Keine Ahnung, was ich hier genau tun soll. So, er liegt jetzt. So, er steht wieder auf. Es ist verwirrend ohne Ende. Ich weiß nicht, ob man den irgendwie anders treffen kann. Dass der dann sofort hier so hinkommt. Keine Ahnung. Was macht er jetzt? Arschbombe? Ah, Entschuldigung. Toll, jetzt bin ich gleich schon wieder tot. Warte mal, haben wir nicht... Ich nehme jetzt mal so einen Lebenskraftstern. Scheißegal, ich will das hier nicht nochmal machen, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier machen soll. Warte mal, wir gehen mal eben auf die Fähigkeitenliste. Aber da steht auch nichts zu Yamato, ne? Finde ich auch ein bisschen interessant. Nicht mal beim Stil? Nee. Okay, das ist interessant. Wahrscheinlich, weil Dante auch Yamato nicht wirklich beherrschen kann. Ja, er kann das schon beherrschen, aber nicht so krass wie, wie sein Bruder. Mein Gott, das war jetzt anstrengend. Thank you.
An opportunity to save the world doesn't happen every day, you know? Savor it. This I will savor. Let's clean up this mess. Oioioioioi. Also, der Kampf hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Vielleicht habe ich auch alles falsch gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt mich gerne nochmal in den Kommentaren berichtigen, was man da eigentlich tut. Vielleicht schaue ich mir auch einfach mal ein Video an. Und dann denke ich mir, oh Gott, bin ich doof. Wird wahrscheinlich so kommen. Aber ist ja auch egal. Ich glaube, wir spielen jetzt endlich wieder Nero. Und den Switch finde ich total cool. Erst von außen, dann von innen. Und dann wieder mit einem anderen Charakter. Ja, diesmal mit Nero. Ich hoffe, ich komme jetzt mit Nero noch klar. Weil ich jetzt dann... Ach, egal. Ihr wisst, was ich meine. Gonna get this done. Good luck, kid. Ja, viel Glück, kleiner Mann. Namens Nero, Mission 19, der Nachfolger. Überwinden Sie die Treppe der Leiden. Oh, das klingt irgendwie wie ein Deathmatch bei Mortal Kombat. Da waren doch früher auch immer diese Türme. Und umso höher du gekommen bist, ihr wisst, was ich meine. So, wir gucken mal eben bei Power-Ups. Aufwerten. Können wir denn irgendwie noch was machen? Yamato haben wir jetzt hier. Ach so, das hatten wir vorher schon, stimmt. Ja, das ist natürlich mega brutal. Was haben wir denn überhaupt schon geskillt? Shuffle, das war dieses eine... Ja, okay, das brauche ich nicht unbedingt. Ist zwar cool, aber... Brauche ich nicht unbedingt. Wie viel kostet das? 4.300. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Zack. Zack. So, die beiden haben wir jetzt schon mal voll. Das ist doch schon mal cool. Zurück. Y und B. Vor Y und B. Devilbringer. Jetzt fehlt ja eigentlich gar nicht mehr so viel, außer der 3, aufgeladene Schuss 3. Und Shuffle. Das sind ungefähr, warte mal, 7.800... boah, für so einen aufgeladenen Schuss so viel Geld. Holy crap. Okay, so 15.000, 16.000 brauchen wir auf jeden Fall noch. Aber dann haben wir, meine ich, alles voll. Außer jetzt hier diesen Quatsch, den ich sowieso nicht benutzen würde. Naja, hier dieses Maximum Act wäre vielleicht noch ganz geil gewesen. Ihr Timing muss perfekt sein. Aber das ist jetzt, wie gesagt, auch nicht so wild. Gut, Objekte. Können wir noch irgendwas kaufen? Nö, nö, nö. Ja, komm, dann kaufe ich hier mal so ein Ding und da mal so ein Ding. Teufelsstern. So, haben wir ein bisschen was gekauft, passt schon. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Kommentare, beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Würde mich freuen, den Kanal supporten und meinen Bart etwas bärtiger werden lassen. Also haut rein. Peace.